willkommen zurück zu Let's Play Pokémon. Ich fand der Diamant, wir machen heute weiter. Wir haben die letzte Folge Herzhofen erkundet. Und ja, mal gucken, was heute so ansteht. Und ja, den Rivalen haben wir auch in der letzten Folge noch geplättet. Ich glaube, was wieder nächstes ist. Wer gibt sich noch Schleide? Na gut, dann machen wir das doch. Gucken wir gerade, wie mein Team aussieht. Immer noch nur 4 Pokémon. Aber es wird so langsam. Ich weiß gar nicht, wann wir unser nächstes Teammitglied bekommen. Es dauert auf jeden Fall nicht mehr. Aber gut, gehen wir erstmal über Route 209. Da kommen wir jetzt ja weiter. In der letzten Folge konnten wir es eben noch nicht. Oder mit Beginn der letzten Folge. Weil. Ja. Da stand ja die Kamera da drin. Gut, okay. Weil du mit dem Ei im Team reist und jetzt neben einem topfitten Pokémon platzierst, stirbt es irgendwann ein Pokémon raus. Das ist zumindest ein gewisser Professor Lind und Jota überhaupt nicht da. Ah genau, den hatten wir schon gesprochen. Ja, nämlich gerade. Weil der Text, da kommt mir ziemlich bekannt vor. Weil ich glaube, Togepi wird in dem Ei drin sein. Na gut. Weiter vorne steht eine zertrümmerte Steinsäule. Was das wohl ist? Ich bin ja so neugierig. Okay. So, also herzlich willkommen erstmal auf der Route 209. Und ja, da fangen wir dann mal an. Mit dieser Züchterin hier. Lass dich mal sehen, wie gut du deine Pokémon trainiert hast. Okay, machen wir doch. Dann darf ich doch mal eben den Präsentier präsentieren. So. Ja, ich habe wie gesagt so kleine Steinmikro und wenn das auf meinem Bild steht oder umfällt, dann hat man das so. Ich muss jetzt hoffentlich, dass ich das alles ein bisschen. Ja, normal schick. So, jetzt also sind wir dabei. Mobile hat es auf jeden Fall eine gute Dame. Und dann kann ich also mit der Kraftwelle mal angehen. Ah, überlebt das auf jeden Fall. Und geht mit Dreschflegel dran und mit dem Volltreffer abgehen. Okay. Warum? Ich glaube, relativ zeitnah können wir auch schon den nächsten Orden. Zwei Orden haben wir ja mittlerweile. Bitte, die sind mir allzu weiter fern. Pichu! Nochmal Pichu. Gut, dann nochmal Psychstrahl, weil wenn wir auf Physisch gehen, dann kann sein, dass der Statik da anhaut. Okay, dieses Speed ist mal down. Und Militärreich Level 23. Gedankengut. Okay. Eigentlich keine schlechte Attacke, aber nein. Knospi. Ah, das ist doch was für Ponita, komm. So. Mikro kaufen. Großes Mikro kaufen. So. Gut, okay. Knospi haben wir jetzt auf jeden Fall als Gegner. Das ist natürlich für Bonita kein Problem. So, und dieser Pokémon-Züchter ist besiegt. Was wir noch irgendwie haben, wir noch ein paar Tränke, die wir nutzen können. Ja, haben definitiv noch Tränke. Gut. Haben wir hier oben noch irgendwas? Ach, ohne da haben wir mit dem Bidifass. Apropos Bidifass, das haben wir tatsächlich mal wild. So, ich wundere, meine Katze ist auch gerade da. Also. Das passiert. Er hat nämlich gerade was zu essen bekommen, jetzt kann er nämlich auch. Jetzt will er nämlich bei mir sein. Aber es schadet nicht. So. Ich nehme die Erfahrungspunkte natürlich sehr gerne mit. Natürlich. Ja. Ich mache hier mit Bidifass an Spezialtraining für diese Wettbewerbsschau. Ja, okay.
Das halte ich hier oben noch mit. Das ist ein Glas Honig. Kann natürlich immer alles. Kann ja nicht schaden. Ne? So, dann haben wir jetzt hier noch. Ein Angler. Ich habe natürlich noch keine Wissen-Pokémon. Noch kein Pflanzen-Pokémon. Das kommt alles noch. Ach, er möchte uns den Profi angeschenken. Nimm mal doch mit. Ja, gerne. Ich dachte, er will kämpfen. Wo immer du Wasser findest, sollst du eine Angel aufwerfen. Dann willst du versuchen. Ich will erklären, wie man angelt. Das Angel schätzt sich gleich in zweierlei Hinsicht auf die Probe. Zunächst auf eine Geduldsprobe, denn du musst warten, bis du überhaupt etwas anweist. Wenn das geschehen ist, wirst du das Pokémon entlang und fällst zur zweiten Probe. Wenn du gegen das kämpfst, so weit angerecht, doppelt Spaß. Jo, machen wir doch. Irgendwann mal. Ja. So, jetzt hole ich mir erstmal die zwei Damen hier. Oh, die eine macht einen Moonwalk. Hier links die Trainerin. So, haben wir jetzt erstmal diese kleinen zwei Damen. Zwillinge Emma und Mina. Wir beiden Pandemie. Okay. Das wird keine große. Weil ich tatsächlich erstmal selber das Mobile aus meinem Leben halte. Weil das könnte Bonita ein bisschen wehtun. Die Flinklaue greift. Ja, nicht ganz. Nicht ganz. Und Mobile Pandemie geht schon mal baden. Das ist genau das, was ich meine, warum ich eigentlich auf Mobile gehen wollte. So, auf jeden Fall, dass du irgendwas noch wegpackst. Aber das war mir klar, dass du das nicht wegstecken kannst. Nicht ganz viel Kramwurz. So, die beiden Damen sind schon mal weg. Nein! War jetzt doch nicht so die große Herausforderung. So. Jetzt holen wir also mal diese Moondancende Dame. Die möchte gar nicht kämpfen. Warum auch immer die hier rumwandert. Gehst du auch hier morgen joggen? Ach, deswegen. Okay. Ich gehe das manchmal bei Joggern, zum Beispiel, wenn die an der Ampel stehen oder sowas, die hier auf dem Boden auf und ab gehen und mit den Bewegungen bleiben. Okay. Na, ja, sowas. Da versitzt du dich also als Fan in der KW. Das freut mich immer, wenn du was bekommst. Hier, dein Willkommensgeschenk. Drei Blütensticker. Teammitglied haben. Und dann wahrscheinlich letztes Teammitglied. So. Gut. So. Schau mal, ich bin ein Pokémon. Nicht wirklich. Hat Bill nämlich auch schon mal gedacht. Der fing auch immer mal, nö, ich bin ein Pokémon. Aber. Naja. Gut. Okay, Pikachu. Ja, jetzt geht Kramux auf Level 25. Gewissheit, okay. Gewissheit ist schon mal ein bisschen besser als. Gewissheit ist eine 60er Attacke. 60-100 Nachhebel. Ja, wenn wir Nachhebel rauskommen. Ich bin so sauer. So. Guck
schießen muss, wenn mein Pokémon auf diesem Vorne steht. So. Herzlich neue Schangenwahl, sagt bitte ein wildes Pokémon, ich kann mir. Sag dir, weil du Angst bin, ich kann über das Wasser gespottet, ohne es zu merken. Okay. Hm. Ich rate, ich kann nur das Ding nur ran, wenn ich Surfer habe. So, kann ich nicht. Also. Hier ist ein kleiner Weg. Okay, das ist nur eine Kapsel X-Genauigkeit, jetzt nichts Weltbewegendes. So, hier ist noch eine Züchterin. Wenn es nicht in Stadt, würde ich gerne gegen deine Pokémon kämpfen. Mach! Alles gut, Jane mit drei Pokémon. Du hast ein Kakimimi. Okay. Super, ich kann überhaupt nichts gegen das Licht machen. Ich kann ihn nur. Nee, das ist okay. Also muss ich wechseln. Wechsel auf Krambus. Macht jetzt, glaube ich, am wenigsten allermeisten Sinn. Weil dann kann Kandini nämlich schon mal nicht mit irgendwelchen Psycho-Attacken kommen. Wobei jetzt dürfte er nicht mehr zu gut sein. Ja, dann fangen wir mal das Glück. Pi. Pi. Bist du schon Typ Pi? Oder bist du nur Typ Normal? Bist du Typ 4 oder bist du schon Typ Normal? Das ist Typ Fee. Was du jetzt noch hast. Ich glaube, ich weiß es. Okay, es war nicht die Idee, die ich hatte. Ich hatte nämlich auf Vanera getippt. Ich hatte gedacht, ich hätte Vanera. Aber das kommt später. Also falls ihr jetzt irgendwas hört, dass ihr hier rumschnurrt, das ist meine Katze. Die geht wieder weg bei mir. So. Ah, hier mit auch scheiß Fähigkeiten. Ja, der Schadenbeutel, und jetzt sogar hinterher so ein scheiß Giftdorn. Okay. Entschuldigung. Gut, ich habe ja noch ein paar Gegengifte. Alles gut. Jetzt. Ja. Bisschen ärgerlich. So, gucken wir mal. Wir haben ja den Spirit-Kern. Den setze ich jetzt gerade mal rein. Ich weiß jetzt nicht, ob Krabbenburgs. Quatsch, Krabbenburgs. Krimburg irgendwann kommt. So, was ist mit dir? Ne, oder kannst du. Guck mal, willst du mal starten Bescheid? Auf einmal bekommen wir die, wenn man den Untergrund schon in den Wänden gerät. Wie geil würde ich so eine mal mit meinen eigenen Augen sehen. Das müssen wir auch nochmal machen, ne? Komm, das machen wir in der nächsten Folge mal. So. Mal die Beere. Ne, ich will keine Einfahrt, ich will es eigentlich rausholen. Da ist noch ein Item, da stehen noch Träne. Ne, mit Staravia. Was sich wohl an der Spitze des Zorns sehr cool befindet. Die Frage beschäftigt mich sehr, aber es ist mir dort so unheimlich. Das müssen wir auch noch machen. In der übernächsten Folge dann wahrscheinlich. So, ich gehe jetzt mal aufs Fahrrad.